Letztes Jahr nach 3 Finalteilnahmen in Folge in der Vorrunde ausgeschieden. Der 2 Meter lange Hightower. Ja, mittlerweile 36, ist seit Staffel 1 dabei. Siehst du, nicht mehr irgendwelche Pappnasen am Hintern. Gut so. Neue Geschichte, die er schreiben will bei Ninja Warrior Germany. Ich höre gerade, er hat jetzt ein Tattoo von uns genau da, aber das kann er nicht zeigen. Jan. Ja, die Kontrolle ist da. Also was anderes ist man von ihm auch nicht gewohnt. Und der geht den blauen Weg. Ja, da profitiert er natürlich von seiner Spannweite. Kann er locker rüberreichen. Holt das Publikum mit rein. Giovanni Ertel, Andrea Messner. Oh. Und er ist über das Balancehindernis drüber weg. Die Top-Leute immer wieder mit Respekt vor diesen Balancegeschichten. Das zieht sich über die Jahre. So, das dürfte im Normalfall kein Problem sein. Zack, dann hängt er da dran, wie rangetackert. Wir übergeben ja am Ende dieser Staffel auch einen Preis für den, die das Balancehindernis, die Hindernisse am besten absolviert haben, den Balance Odor. So, Bestzeit, damit wir da mal ganz kurz drüber gesprochen haben. Wir haben ja immer noch die Top 4, auch am heutigen Abend wieder im Hinterkopf. Da geht es um ein Ticket fürs Finale, für den Sieger des heutigen Abends. Da geht es um Geld, 5.000, 2.500, 1.000 und 500, die erkämpft werden an der endlosen Himmelsleiter. Im Moment vorne Giovanni Ertel mit 2.38,89 für den gesamten Parcours. Knappe 6 Sekunden dahinter unser Newbie Michel Siedler. Das sind die Top 2. Er geht auf die 1, wenn er jetzt nicht zu langsam macht. Er geht die Megawall. Der hat die schon mehrfach geschafft. Natürlich geht er die Megawall. Und da mit seiner Spannweite, mit seinen 2 Metern Körperlänge. Aber Bestzeit wird es nicht mehr. Und wir wissen, die Jungs sammeln ja auch gerne immer Kohle ein. Ne? Aber ein bisschen durchschnaufen solltest du vor dieser Wand. Und er kann sie noch. Er kann sie noch. Er kann sie noch. Und er kann sich auch in der Wand freuen und kommt jetzt hier zu uns. Da ist er wieder. 2.000 Euro hat er sicher am heutigen Abend für das Bezwingen der Megawall. He is back. Er ist wieder da. Der Ninja Hightower Christian Kierskes. Hier auf dieser Startplattform stehe ich, ne, von Ninja Warrior Germany. Und da standen schon sehr, sehr viele Menschen. Und komplette Folgen mit Menschen auf dieser Startplattform, die gibt es hier bei RTL Plus. Oder kleine Schnipsel von unfassbar tollen Läufen von Athleten und Athletinnen, die gibt's hier. Also, ich würde da ja draufklicken, wenn ich du wäre.